Gut, ich würde mich mal dran setzen, Beton zu produzieren. Was haltet ihr davon? Du hast eben nicht zugehört, ne? Das macht einer schon, ne? Nee, wir haben gesagt, wenn es. Aha! Okay, ich habe den Fehler gefunden. Das Du ist, hast weil den ich Satz hier wohl noch nicht keine. Das ausgesprochen. ist, weil ich hier noch keine Signale hatte. Alles klar. So, ich verstehe jetzt allerdings nicht, warum dieser Zug hier sagt, er wäre Ziel nicht erreichbar. Was ist hier mit dem Beton? Dann klärt mich mal Ach auf. so, die Aussage war, wir müssten erst die Eisenproduktion hochfahren. Ja, das macht ihr jetzt und ich kümmere mich um den Beton. Er kann sich ja darum kümmern, dass erstmal die Steine in Richtung von unserem Stützpunkt geschafft werden. Wo sind denn viele Steine? Du sagtest doch, du hättest Im das. Südwesten, wenn du auf der Karte guckst, da ist ein größeres Eisenvorkommen und direkt noch ein Stückchen südwestlich von dem Eisenvorkommen ist ein hellgrauerer Punkt. Das Nicht so groß, ist. aber groß genug. Ich sehe ihn, ja. Hab ich da, da würde ich auch Das ist hingehen. vor, an Stein ist das schon ziemlich viel auf einmal. Ich schaue mir das mal aus nächster Nähe an. Mach das mal. Ach, ich drück schon wieder Escape, um das Fenster zuzumachen. Das wissen die Zuschauer aber, Christoph. Ja, das ist aber falsch. Ja, aber es ist so, das ist quasi ein Kultstatus, wenn du das nicht machen würdest. Also, Apropos, die ich würden es drück schon vermissen. wieder. Thomas, mir ist eingefallen, warum ich in Overwatch neulich versucht habe, meine Ability mit Q, also mit der Ulti-Taste, abzubrechen. Weil du hier mit Q abbrichst. Das habe ich so drin gehabt, Okay. dass ich ins Leere mein Ulti gemacht habe. Ja. Report. Drecksnoob. Jetzt hat der Zug hier Ziel nicht erreichbar. Er wollte mich verarschen? Das wäre übrigens ein guter Titel für die Folge. Wollt ihr mich Wollt ihr mich verarschen? verarschen? Ich kann doch jetzt nicht die Züge per Hand hin und her fahren. Doch, du hast deine Berufung gefunden in diesem Let's Play. Du bist Schaffner. Wie strahlt Juhu! Eike? Bam, Baby. Damit. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, wieso der Ziel nicht erreichbar hat. Die Strecke ist nicht unterbrochen. Ich dachte, ich hätte das hier gelöst, das Problem. Er kann theoretisch in diesen Bereich reinfahren. Eigentlich ist dieses Signal hier ja totaler Humbug jetzt, ne? Wenn man das so macht. Ach, guck mal, jetzt ist das Ziel auch erreichbar. Jawohl, gut. So, und dieses Signal hier wollte ich umstellen. Aber ich habe schon gesehen, das sorgt dafür, dass da oben der Zug Kohle in die ja, Transportwaggons kriegt. Deshalb stellen wir das Signal jetzt hier hin. So, jetzt fahren wir hier noch einmal mit nach unten. Wenn er dann gleich losfährt, hoffentlich. Mal schauen. Jetzt fährt natürlich immer nur ein Zug, wenn da keiner. Ah, das ist alles doof. Diese Kreuzung, ich sag doch, die Kreuzung wird mir das Genick brechen. Eigentlich wäre es, glaube ich, auch sinnvoll, die Kreuzung, nein, die Gleise dann doppelspurig zu verlegen. Dass man eine Hin- und eine Rückstrecke hat. Weil dann sind die wirklich völlig unabhängig voneinander, wie die fahren können. So, jetzt machen wir nämlich dasselbe Spiel hier noch, auch noch. Das Signal hier kommt dann irgendwo hier hin. Und zwar auf die Seite muss das kommen, ne? Genau. So, passt das? Ah, komm, wir stellen das dahin, das ist okay. Warum seid ihr alle so schweigsam? Seid ihr alle so hochkonzentriert? Ja. Ich habe vergessen, meine Push-to-Talk-Taste zu drücken. Entschuldigung. Seit wann hast du Push-to-Talk? Seit gerade. Warum lügst du mich an? Ich lüge nicht. Seitdem ich im Sondern. Hintergrund meine Spülmaschine ausräume. Genau. Und ich spüle gerade. Ja. So, jetzt ist natürlich, wenn ich jetzt wieder diese Konstellation habe, ist hier natürlich ein Vorsignal wieder absoluter Bullshit. Du musst hier ja wieder ein somales Absoluter Signal hin. Bullshit. Ein normales Signal hin. Ah, eins habe ich ja noch genau. So. Ah, ja, mit der Kreuz. Ach, wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das? Haben wir noch genug Schienen? Nächster Folge, nächster Titelfolge.
Ich weiß gar nicht, ob schon eine neue Folge angefangen ist. Mikros. Stimmt. Klar. Komm, wir machen das jetzt so. Was soll's, was kostet der Geiz, wollte ich gerade sagen. Was soll der Geiz natürlich? Steine brauche ich ein paar, aber da haben wir ja letztes Mal zum Glück die Produktion ein bisschen ausgebaut. Hier mit so einem blöden elektrischen Förderer. Mir wurde ja untersagt, Steine mit kohlebetriebenen Förderern zu produzieren. Richtig, so, wer hat das bloß getan? Du. Ein revolutionär denkender Mensch. Ich finde es immer noch schade. Ich mochte die kohlebetriebenen Förderer. Sie wurden mir weggenommen. Früher war alles besser. Ja. Früher, als die Gummistiefel noch aus Leder waren, ne? Ich habe in der Folge gesehen, du wolltest Reparaturkits bauen, hast aber Stahlspitzhacken gebaut. Kann sein, dass mir das passiert ist, ja? Wieso brauchst du welche? Nee, ich wollte das nur nochmal erwähnen. Danke, freut mich. Arschloch. Ich sehe gerade, ich habe auch eine im Inventar. Ja, die hat noch genug Haltbarkeit. 3000 also, ungefähr. Ich habe noch einen 10er-Stack, falls jemand welche braucht. Haben wir irgendwo Plastik oder rote Chips? Muss mal gucken. Wir, ja. Plastik kannst du bei mir hier hinten holen, haufenweise. Gut, ich meine, rote Chips haben wir auch fertig. Nee, rote Chips, dafür haben wir zu wenig Plastik. Glaub mir, wir haben nicht zu wenig Plastik. Dann leite das mal hier oben hin, bitte. Computer sagt nein. Was? Computer sagt nein? Kennt ihr nicht? Little Britain? Nein. No. Gut, dann halt nicht. Little Britain kenne ich in der Tat, allerdings Computer sagt nein, sagt mir jetzt nichts. Eine. Soll ich dir eine Straße hier weglegen, mit denen, wo du Plastik und so draufschmeißen kannst? Wo brauchen wir das denn? Nicht hier, sondern in der Basis. Problem ist, dass ich keine roten Förderbänder habe. Deshalb frage ich ja, ob ich das für dich machen soll, weil ich das zufällig kannst du dabei. Gerne machen. Durchaus. Tu dir keinen Zwang an. Be my guest. So. Ihr müsst übrigens vorsichtig sein, wenn ihr englische Worte benutzt, dass ihr die richtig aussprecht. Wir haben da einen Zuschauer, der da sehr extrem drauf achtet, ob das alles richtig war. Oh. Also unser das einziger gibt ein Zuschauer. Nicht unser einziger. Hör auf, sowas zu sagen, Smikos. Nee, ich glaube, D-Abo ganz so krass drauf ist er dann doch nicht. Aber ich darf mir das dann immer sofort bei WhatsApp anhören, dass da wieder was falsch gesagt wurde. Uiuiui. Uiuiui, genau. Ja, das ist doch immer gut, wenn man so ein Qualitätsmanagement hat. Ja, ich habe nicht gesagt, dass er schlecht wäre, oder? Ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu irgendwelchen Zugzusammenstößen. So, also Dynamit. Anscheinend nicht. Dynamit wird hier hinten auch produziert. Brauchen wir sonst noch irgendwas Chemietechnisches? Automatisch jetzt? Komplett automatisch? Ja. Cool. Falls ihr euch übrigens gefragt habt, ihr habt hier unten 2x10 Inventarslots, ne? Wenn ihr X drückt, wechselt ihr die Position von oben und unten. X ist das, okay. Ich hab's gesehen, dass es da einen Button für gibt dazwischen. Okay. Dass es auch einen Tastatur-Shortcut gibt, wusste ich nicht. Allerdings, ich muss ehrlich sagen, ich arbeite eigentlich so mit beiden, weil ich nicht mit Shortcuts darauf zugreife, sondern das immer anklicke. Ach so, okay. Mit Shift 1, 2, 3, 4, 5 wählt ihr die rechte Seite aus? Ist mir bewusst. Okay. Ich mach's nur einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hab's mir so angewöhnt, immer per Klick direkt das rauszuziehen, was ich gerade brauche. Und ja. Wie ein Web-Developer. Ich weiß schon, wen ich morgen zusammen scheißen muss.
Ja, ich habe schon gehört, du magst CSS. CSS? Ja, das ist ganz toll. Und was soll mir das jetzt sagen? Nee, CSS ist wirklich recht cool. Was nicht so cool ist, ist ASP.NET Page Lifecycle, aber das ist ein anderes Thema. Oh, lässtest du gerade über einen Arbeitgeber? Nee, nicht über meinen Arbeitgeber, über Microsoft. Ich schlussfolge daraus, dass du nicht bei Microsoft arbeitest. Das ist korrekt. Hast du gut erkannt. Das musst du piepen. Wieso? Diese ganzen privaten Informationen. Ach so. Ah. Genau. Du arbeitest nicht bei Microsoft. Genau. Du heißt nicht Andrea. Du wohnst nicht in Dortmund, auch nicht in Leverkusen. Jetzt hör auf, sonst hast du irgendwann so viel gesagt, dass man daraus genug rekonstruieren kann. Ja. Hier, die Idee mit deinen solarbetriebenen Radars ist ja ganz nett, ne? Aber bei Nacht, da leuchten die recht wenig. Da leuchten, sag ich schon, da machen die recht wenig. Da leuchtet die Sonne recht wenig. Ja, aber da sind doch Akkumulatoren mit bei. Deswegen funktioniert das ja trotzdem. Richtig. Also der hier unten nämlich gerade nicht. Ja, das ist auch wieder nicht eine von meinen. Also meine steht hier oben, neben deinen, neben dem Punkt, wo wir das ganze Kupfer ausladen. Okay, okay, gut, dann ist ja in Ordnung. Gut. Okay. Und hat da jemand anders geschlampt? Wenn du dir die Chemiefabrik anguckst, dann siehst du das. Mhm. Werde ich bestimmt nochmal machen bei Zeiten. Okay. Ich hätte mir echt einfach den Panzer nehmen sollen und die Bäume hier alle plattfahren, ne? Nee, mach nicht zu mit dem Panzer. Warum nicht? Der hat die komplette letzte Aufnahme gehalten. Ja, das ist, weil ich den jetzt selber gebaut habe. Das ist ein Qualitätspanzer, nicht so ein Ding wie das, was du gebaut hast. Ja. Ich glaube, ich habe halt einen für Profifahrer gebaut und konnte nicht mit so einem Amateur rechnen. Aber dass ich mir 11 von diesen Spitzhacken gebaut habe, ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil durch die ganzen Bäume, die ich fällen muss, ist schon eine davon wieder weg. Also 10 habe ich, glaube ich, gebaut, 11 hatte ich dadurch dann. Ja. Ach ja. Ach ja, du hier. Ja. Zack, das passt schon mal recht gut. Oh, das war die falsche. Jetzt. Na. Jetzt, da. Das ist ja totaler Bullshit hier. Bauten Sofas. Also Plastik und Batterien sind auf dem Weg nach oben. Ich weiß jetzt nicht, wo die Straße hier rauskommt. Die Strazi raus. Mhm. Ich folge ihr einfach mal. Mikus, falls du noch eine Aufgabe brauchst, ne? Ich hätte tatsächlich noch eine, fällt mir gerade auf. Ja, schön. Heißt das, ich soll sie jetzt sagen oder nicht? Kannst du gerne kundtun. Auch schön. Bald für dich. Ja, so klang das nämlich. Ich habe mich nur gefreut, dass er was zu sagen hat. Und zwar, wenn du an das Eisenvorkommen da rechts gehst, dann könntest du da die Abbauproduktion schon mal bauen. Während ich bin an das Eisenvorkommen links gegangen. Und ich produziere gerade schon Beton, falls ich das darf. Beton? Ja, war jetzt der Deal, ne? Okay, cool. Ja, ne, ist auch gut. Alles gut. Wie viel brauchen wir denn? Alles. 5 Platten oder mehr? Alles. Weißt alles, du was du abbauen kannst. Wir brauchen ja Betonplatten. Ja, alles. Alles, alles ist ja eine Aussage. 50.000. Mhm. So, der ist beschäftigt. Hm.
Passt nicht, okay. Können natürlich auch einfach hier ein bisschen diagonal rüberfahren. Dann kriegen wir das ja auch hin.